Hallöchen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming. Ich bin Henry, Blumenkundler, und ich habe großartige Neuigkeiten. Ein neuer Patch wurde gestern, heute, vorhin, keine Ahnung wann. Auf jeden Fall, ja, für euch müsste es gestern sein, wurde aufgespielt und das Mouse-Aiming im Schwertkampf soll verbessert worden sein. Keine Ahnung, ich benutze die Maus zum Kämpfen nicht. Und die zweite wunderbare Nachricht ist, Marigold ist im Spiel. Nicht Triss Marigold, sondern die Blume. Die gute alte Ringelblume. Hier ist sie. Und dieses Exemplar kann ich interessanterweise, jetzt kann ich sie anwählen. Marigold. Ich habe es euch gesagt, ist im Spiel. Wir werden uns heute in der Folge ein bisschen drum kümmern. Ich muss sehen, wie wir mit der Zeit hinkommen, auf jeden Fall. Deswegen nicht so viel Quatsch und so, ne? Wir werden uns auf jeden Fall drum kümmern, Jerry mal seine Medizin zu bringen. Ich glaube, das habe ich hier in diesem Let's Play nicht gemacht, auch in der letzten Alpha nicht. Da ist es mit der Quest irgendwie ein bisschen schief gelaufen. Aber den Dialog möchte ich natürlich trotzdem hier irgendwie mal haben, dass wir dem guten Jerry auch mal seinen Arsch retten. Und dann werden wir mal sehen, was wir mit dem Quartiermeister noch machen können. Und wenn wir mit dem nichts machen können, dann gucken wir uns stattdessen ein bisschen Heilung, Verwundung an und so weiter und so fort. Ich denke, das dürfte auch ganz interessant sein. Ich mache also einen Cut und dann sehen wir uns zum Kochen bei der guten alten Kräuterfrau wieder. Da gucken wir mal, was sich da geändert hat, ob sich was geändert hat. Bis gleich. Da sind wir auch schon und ich habe gerade festgestellt, wenn man mit ihr spricht, wegen dem Heilmittel für Jerry und ihr alle Zutaten bringt, dann erhöht sich das SPC-Level steht. Und ich vermute, das steht für Speech. Und ja, tatsächlich, da haben wir, oder? Ich glaube, das war vorher auch schon bei 15. Kann sein, dass es bei 14 vorher war. Jedenfalls, das wird ja hier alles nicht so richtig angezeigt, habe ich das Gefühl. Genauso wie mit dem Noise Level und sowas. Ja, auf jeden Fall soll sich das dadurch erhöhen. Und ja, wir sollen jetzt also ein bisschen kochen. Und da schauen wir mal, was sich hier geändert hat. Okay, ich hätte mal einen Keyboard-Shortcut. Das heißt, ich werde das mal eben mit Maus und Tastatur machen. Da ist der Blasebalg. Okay, wir schauen mal ins Herbarium. Wormwood, Nightshade, Distel, da ist es, Calendula, die Ringelblume. Ich weiß immer noch nicht, wie das heißt, Augenglanz, irgend sowas. Minze, also es scheint jetzt doch eine ganze Menge mehr Blumen im Spiel zu geben, wenn man die hier alle schon pflücken kann. Und die hier zum Beispiel haben wir schon gesehen. Was denn das? Kampfer? Weiß gar nicht. Haben wir schon gesehen, kann man aber nicht pflücken. Also ich vermute, die kann man noch nicht alle pflücken, die Pflanzen, die hier abgebildet sind. Was soll ich denn machen, gute Frau? Ich hätte ja gerne ein Rezeptbuch oder sowas eigentlich. Das wäre ja total cool. Was macht denn Toggle? Ah, aha. Hier kann ich also zu den Tränken durchschalten. Interessant. Ja. Aha. Hier eine Mohn Trank, ja, wahrscheinlich zum Schmerzen stillen. Wir können mal gucken. Wer auch immer, ach, zur Beruhigung, okay, wer auch immer sich selbst nicht beruhigen kann oder muss oder dafür sorgen muss, dass ein verwundetes Vieh, also Nutztier, schläft, der solle dieses brauen und sie sollen Frieden haben. Trinke es nicht oft, oder es kann deine Sinne trüben, oder dein Geist trüben. Für ein schreiendes Kind benutze nur die halbe Dosis. Yay. Ja, versetzt jeden in Schlaf. Interessant. Ich denke, das
Rezept, soll ich das vorlesen? Na gut. Bereite Öl vor, eine Handvoll Mohn, eine Distel und eine Portion, ja, ich weiß gar nicht, was es sein soll für eine Knoten. Lavas Nord heißt es. Gib den Mohn in den Kessel und koche es für eine Drehung der Sanduhr und die Distel und koche es für noch eine Drehung und lasse sie dann abkühlen und dann gib den ja, Knoten dazu und alles nochmal für einen Knoten, für eine Drehung köcheln. Und hier ist die Ringelblumen, ja, der Ringelblumentrank, die Ringelblumenmixtur. Wer auch immer verwundet wurde und ja, geschlagen oder hat oder blaue Flecken hat und Wunden auf seinem Körper, lass ihn diesen Trank trinken, um sich zu erholen. Er hilft, Wunden zu heilen und gibt dem Körper Stärke, um sich zu erholen. Sollte das nicht genug sein, dann solltest du besser einen Arzt rufen und hilft auch gegen Kater. So, sehr schön. Stellt ein bisschen Heilkraft wieder her und vertreibt den Kater. Man braucht Wasser und eine Handvoll Nesseln und zwei Ringelblumen. Alles ins Wasser schmeißen, für zwei Umdrehungen kochen. Und es darf aber nicht, also köcheln soll es, aber nicht richtig sprudeln, kochen. Hier ist der Schützentrank. Den haben wir ja schon mal gemacht. Und hier ist das Antidot, also das Gegengift. Das werden wir auf jeden Fall machen. Und wir haben jetzt die Option, das automatisch kochen zu lassen, was natürlich ein bisschen langweilig ist. Deswegen machen wir das per Hand. Und jetzt verrät er mir natürlich wieder nicht hier. Na toll, muss ich noch mal lesen. Also, wir brauchen Wasser, zweimal Disteln, zwei Faust voll Disteln und eine Nessel und eine Kohle. Und das Ganze dann, die Distel zuerst für zwei Umdrehungen kochen, dann die Nesseln hinzufügen, für noch eine Umdrehung kochen, abkühlen lassen und dann die Kohle reintun. Okay, also zweimal Disteln rein. Kochen für zwei Umdrehungen, Nessel einmal rein für eine Umdrehung kochen, abkühlen lassen. Das kriegen wir hin, denke ich. So, wir brauchen zuerst einmal Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. So, dann brauchen wir Disteln. Da haben wir sie. Einmal. Und noch einmal. Ich hätte gerne noch eine Faust voll. Achso, muss ich die erst hier reinschmeißen? Ja, muss ich erst so reinschmeißen. Ich hatte die noch in der Hand. So, dann nehmen wir nochmal Distel. Schmeißen die auch da rein. So, dann fachen wir das Ganze an. Drehen die Sanduhr. Drehen die Sanduhr. Fachen das Ganze nochmal an. Drehen die Sanduhr rum. Fachen das Ganze nochmal an. Nehmen uns die Nessel. Schmeißen die auch rein. Drehen die Sanduhr um. Oh, und da müssen wir nochmal anfachen. So, und dann lassen wir das Ganze abkühlen. Ich weiß gar nicht, müsste es da eine Blubber-Animation geben, wenn das kocht? Interessante Frage. Ich weiß es nicht. Wir schmeißen einfach mal die Kohle rein. Ach, die schmeißt du automatisch rein, ne? Den Rest nicht. So, und dann sollen wir das jetzt nochmal.
kochen lassen eben, oder? Nee, das sollen wir nicht kochen. Da müssten wir jetzt den Trank eigentlich ziehen können. Ja, bitte. Ich hoffe, das hat funktioniert. Wir schauen mal ins Inventar. Nee. Ja, okay. Da müssen wir also erst hier raus. Mit Y. Ja. So, und dann schauen wir ins Inventar. Ja, und wir haben einen unbekannten Trank. Also da scheint das Brauen wahrscheinlich wieder schiefgegangen zu sein, vermute ich. Und ein Gegengift. Ja, toll, hervorragend. Also das scheint nicht funktioniert zu haben. Wir können ja mal versuchen, so einen Heiltrank gerade zu brauen. Ich denke, dafür müsste ich alles haben. Also den hier hätte ich gerne. Also wir brauchen eine Handvoll Nesseln und zweimal Marigold. Die sollen wir ein bisschen köcheln lassen für zwei Umdrehungen. Also zwei Marigold, eine Nessel für. Ja, zwei Runden köcheln lassen. Also Wasser brauchen wir auf jeden Fall. So, und jetzt werde ich mal sehen, ob man das richtig hätte kochen müssen. Beziehungsweise, wenn man das hier halt anfacht, ob man das dann tatsächlich zum Kochen bringen kann. Ach ja, wir hätten das vorhin also richtig kochen müssen. So, jetzt lassen wir es einen kleinen Tick kühlen. Dann schmeißen wir hier die Nesseln und das Marigold rein. Ja, hier würde ich mir wünschen, dass ich das ein bisschen ja, gleichmäßiger spielt. Zum Beispiel die Kohle schmeißt er direkt rein. Hier bei den Sachen brauchen wir zwei Klicks. Das finde ich ein bisschen ja, überflüssig, ehrlich gesagt. So, jetzt drehen wir das Glas. Bringen das Ganze wieder ein bisschen, ne, hier so dampfen muss es auf jeden Fall. Drehen die Uhr noch mal um. Ziehen noch mal am Blasebalg. Was sollen wir da machen? Dann sollen wir es kühlen lassen. Ja. Ich schau mal, ob das jetzt funktioniert. Ja, bitte. Ja, und den letzten Trank, den haben wir. Ja, jetzt haben wir es. Haha, geschafft. Sehr schön, das hat also funktioniert. Ja, Y kommt man hier raus. Mit. Dem. Ja, ich habe hier schon ein Gegenmittel, ein Gegengift. Das hatte ich gebraut. Nein, das hatte ich nicht gebraut. Das hatte ich aus der Kiste gezogen, die hinterm Haus der. Was war das? Ja. Die hier hinterm Haus der Heilerin ist. Oh, das ist kacke dunkel, um nicht zu sagen schweinedunkel. Ja, ich denke, ich brauche so eine Art Fackel.
So, also wenn man hier am Haus vorbeigeht, gibt es hier diese Büsche und den Baum. Und da geht man hier einfach um die Büsche herum und um den Baum. Und da befindet sich dann diese Truhe. Und da findet man, weiß ich gar nicht, Johanniskraut findet man auf jeden Fall und Augenglanz oder wie auch immer das im Deutschen heißt und halt eben auch ein Gegenmittel. So, und ich werde jetzt zu Jerry gehen. Wir können noch ein bisschen die Glühwürmchen hier genießen. Und dann werde ich zu Jerry gehen und ihm das Gegenmittel geben. Spiegelt sich da der Mond so cool auf dem Wasser? Wahrscheinlich schon. Und hier Glühwürmchen. Total hübsch. Der verzauberte Wald. Ja, kurzer Cut, dann sind wir bei Jerry, geben ihm das tolle Gegenmittel, gucken uns den Dialog an und dann schauen wir uns auch noch an, den Dialog, das, dazu kommt es nicht mehr, das werden wir auf die nächste Folge verschieben müssen. Heilerin, die hat ja auch einen tollen Dialog mit Martin, das heißt, das verschieben wir dann aufs nächste Mal, es werden also noch ein, zwei Folgen werden, wie gesagt, ich muss die Folgen ein bisschen kürzer halten, weil das halt mit einer echt hohen Bandbreite aufnimmt und wir sehen uns gleich nach dem Cut. Hier ist er also, Jerry, der alte Bastard. Und wir schauen mal, was er zu sagen hat. Ja, well, wegen deiner Probleme. Und er fragt, ja, was hast du für Neuigkeiten? Hast du meinen Trank? Hast du Neuigkeiten wegen Mariana? Und wir sagen einfach mal, ja, ich habe deinen Heiltrank. I have the potion. I even made it myself. Yourself? Why? Did the old crone not want to do it? She wanted to teach me. There's nothing to fear. Very well, give it here. But woe betide you if I get the shit even worse. Here's the bonus for your trouble. Ja, und wir sagen also, ich habe den Trank, ich habe ihn sogar selbst gemacht. Und er sagt, was? Wollte die alte Hexe den etwa nicht selbst machen? Und wir sagen, ja, sie wollte es mir nur beibringen. Du musst keine Angst haben. Und er sagt, ja, okay, aber wir davon bekomme ich noch schlimmere Scheißerei. Und hier ist ein Bonus für deinen Ärger. Und den streichen wir natürlich ein. Und wir haben noch 2-3 Minuten und da frage ich mich. Können wir vielleicht nicht von der Brücke fallen? Wenn der Händler noch hier ist, dann können wir. Ansonsten. Wird das nein, wir können auch zu jemand anderem gehen. Ich brauche eine Fackel, ey, das ist so schweinedunkel hier. Zu ihm, genau. So, und wir kaufen uns den Dialog gab es in der letzten Folge, glaube ich. Come on now. Deswegen klicke ich den jetzt hier einfach weg. Sure. What do you need then? Und wir kaufen uns ein paar Bandagen. Akzeptieren. Achso, ja, darauf falle ich immer wieder rein. Sehr schön. You're right. So, und dann schauen wir mal, ob der Störenfried-Soldat noch hier ist. Scheinbar nicht. Schade. Den haben wir verpasst. Dann muss ich mal sehen, wie wir uns jetzt am besten selbst verletzen. Wir könnten uns natürlich von den Kumanen einmal hauen lassen, kurz. ansonsten hat jemand eine Idee, wie man sich hier schnell verletzen kann. Ich glaube, ich habe eine Idee. Wir nehmen uns dieses Pferd. Steigen hier auf. Ja, es ist schweinedunkel, ich weiß. Und ja, da ist Reiten super gefährlich. Aber genau darum geht es gerade. Jetzt hängen wir hier unterm Dach fest. Ne, wir kommen durch. Das sieht so aus, als wenn das Pferd gerade schweben würde. Wir rennen hier in der Kneipe über die Tische und alles. Können wir die Fackel zur Hand nehmen? Können wir nicht. Wenn wir auf dem Pferd sitzen, können wir nicht die Fackel zur Hand nehmen. So, da ist der Weg. Da würde ich gerne hin. Pferdchen. Dankeschön. So, und jetzt schauen wir mal, ob wir hier in jemand anderen reinreiten können einfach. Oder ob wir hier einfach am Zaun hängen bleiben.
Ja, was passiert? Unser Pferd will sich gar nicht mehr bewegen. Einmal springen, okay. Dann die Uferböschung hier runterrutschen. Also Leute, es ist im Dunkeln echt nicht einfach. Ich wollte einfach mal das Heilsystem zeigen. Wird aber heute nicht passieren. Einfach, weil ich auch gar keine Ahnung habe, in welche Richtung wir gerade reiten. Ja, da ist unser Pferdekopf. Sehr schön. So, und hier hinten müsste eigentlich irgendwo ein Reiter sein, mit dem wir zusammenstoßen können. Und wir wissen ja, wenn wir zusammenstoßen mit dem, dann bluten wir. Nachdem wir abgeworfen wurden. Jetzt sehe ich den Weg gerade gar nicht mehr. War jetzt ja auch ein bisschen blendet auf meinem Monitor. Und weil das Pferd auch immer so ein bisschen vom Weg runterspringt. Das hatte ich ja schon mal angemerkt. Ja Gott, vielleicht sollte ich das lieber mal tagsüber machen. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin. Es ist schweinedunkel einfach. Ja, ich habe das Pferd also irgendwo hier ins Gebüsch gesetzt. Habe ich sehr gut gemacht. Ach, guck mal, hier ist der Weg. Also so weit sind wir gar nicht vom Weg abgekommen, glaube ich. Wir sind hier einfach nur ein bisschen reingeritten. Na gut, wie dem auch sei, Jungs und Mädels, ich beende die Folge einfach hier. Wir gucken uns beim nächsten Mal an, wie das Verletzungssystem funktioniert. Mit Heiltrank und so weiter und so fort. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis dann. Ciao.